Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Verbindungshaus zusammen mit Sarah. Hallo Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Noch im Verbindungshaus, ehemalige Verbindungshaus. Ja, hallo. Genau. Winke, winke. Ja, ich muss mal eben was essen und trinken, sehe ich gerade. Es sieht ja schlimm aus. Tatsächlich, trinken wäre mal eine Maßnahme hier bei mir auch. Und wo haben Möchtest du Äpfel? Dandy Boy Äpfel? Nee, ich bin gut versorgt. Im Moment. Wenn ich was brauche, sage ich Bescheid. Gut. Was habe ich denn alles hier an Essen noch? Das könnte ich mal nehmen. Ach, Reddix verdünnt. Oder Redaway verdünnt nehmen. Red Krötenomelett habe ich noch. Okay. Lecker. Habe ich sowas nicht auch noch? Vom Event her haben wir noch ein paar Kröten da. Ja. Gut. Und raus hier. Gruselig. Ja, jetzt sollen wir trinken. Eine Flasche Nuka Shine. Hast du die von oben mitgenommen in der letzten Folge? Ja, ich glaube ja. Ja, okay. Die lag neben dem Computer. Ist denn das jetzt wirklich die Aufgabe oder sollen wir irgendwas anderes machen? Wir gucken vielleicht mal im Pip-Boy nach, oder? Ja, wenn ich aus dem Ladebildschirm rauskomme. Abgestürzt auf Nuka Shine in einem Verbindungshaus in Morgantown habe ich die Überreste einer Party gefunden, die so wild war, dass die Leute gestorben sind. Wo bist denn? Du bist doch noch drinne? Vielleicht kann ich ja Hinweise zu den Geschehnissen finden. Ich bin noch drin, ja? Oho. Trinke eine Flasche Nuka Shine, ja tatsächlich. Du bist draußen? Ich bin draußen. Nuka Shine, okay. Habe ich... Hast du getrunken? Nein. Wo hab ich die denn? Oh, sollen wir drinnen sein, wenn wir die trinken oder draußen? Ich komme besser rein. Weil es wird auch nichts. Okay, ich komme wieder rein. Ja, dann gehe ich auch wieder rein gleich. Warte, das Betrinken ist machen wir zusammen besser drinnen. Hier ist keine Gefahr. Wenn wir betrunken sind und draußen rumlaufen, wer weiß. Ich hab schon ein bisschen vorgeglüht. Aha. Ich hab schon Wodka und sowas getrunken. Whisky. Okay. Whisky und Bier. Na, dann hast du eine Dröhnung gleich. Viel Spaß. Ja, ich warte auf dich. Der nächste Tag wird bestimmt lustig. Ja. So, da bin ich drin. Das ging ja schnell. Und wo bist du? Sollen wir hier uns hinsetzen und uns betrinken? Ja. Schön gemütlich auf dem Sofa, wir beiden. Genau. Ja. Ja, beim Sitzen kann ich mein Pipa nicht öffnen. Was soll denn das heißen? Ach so, ja, richtig. Ja, dann so am Sofa, dann können wir uns nach hinten fallen lassen. Ach, du hast schon angefangen? Ist ja alles schwarz, weiß, grau, lila. Und ich sehe Ghule. Wo kommen die denn auf einmal her? Die sind irgendwie aus dem Keller, glaube ich. Aber wir waren noch im Keller. Doch jetzt hier Halluzination. Oder so, das kann auch sein. Hallo. Ja, schöne Farben. Schöne da Farben war, sieht man hier. Da war was. Aber was? Das war kein Ghoul. Ungebetene Gäste. Ach so, doch, das steht nur ungebetene Gäste drauf. Beseitige die ungebetenen Gäste. Ich habe hier einen Ball gefunden. Wo kommen die denn her? Mach doch keine Musik, dann kommen doch noch mehr. Was meinst du? Lebe die Ausführung von beseitigen ungebetenen Gäste.
Ja, ich höre es krabbeln. Die sind bestimmt oben, du. Komm, wir gehen wieder hoch. Aua! Sorry. Da, oh, da sind noch mehr. Oh! Stufe 9! Wie fies! Ach, zu zweit schaffen wir es. So viele ungebetene Gäste! Die haben aber nicht gut aufgepasst an der Tür, da. Und wir sagen noch, ach ja, kommen wir. Lies, liest das Snooker-Schein-Etikett? Oh, wo bist du oben? Ich bin unten, aber hab Ladebildschirm. Mit einer Person, Mund auf. Challenge. Entdeckt. Mit Snookerschein weiß man nie, wo man landet. Sonst wäre es ja auch langweilig. Au, au, aha. Oh Gott, sind wir getrennt? Ich bin nicht ganz sicher. Oh, wo? Ich sehe Ballons. Ich bin in Helvetia. Nein, das ist irgendwas anderes hier. Ich bin, Mist, verdammt, wo bin ich? Ich weiß nicht, Irgendwo im Zug oder so. Ich komme nicht raus. Schwebebahn bin ich. Oh oh. Doch, ich komme hier raus. Oh, ich war hier auch noch nie, wo ich bin. Wie bin ich hier hingekommen? Was ist gestern passiert? Oh, wir wollten uns doch aufs Sofa fallen lassen. Hat wohl nicht geklappt. Echt? Okay, lies das Snooker-Schein-Etikett. Lies das Snooker-Schein-Etikett. In deinem Inventar. Oh, Moment. Ich werde angegriffen von einer Ratte. Oh Gott, du hast Ratten da. Ich bin total in einem total friedlichen Gebiet, glaube ich. Hier wo gerade. Soll denn das sein? Ich gucke gerade. Unter Diverses habe ich es jetzt nicht gefunden. Wahrscheinlich unter Notizen. Snookerschein-Etikett, ja, unter Notizen. Ja. Oh, was haben wir denn hier Schönes? An unserer Uni steckt ein Junge, grau und alt. Die Treppe hinter ihm ist dein erster Halt. Hinter der rechten Ecke schau die Straße dir an. Links findest du den Ort unseres Treffens. So dann, wenn du dich dort verzieren lässt, hält es ein Leben lang. Ja. Nimm die Hintertür und du kannst einen heben. 2076. Ja. Ich wurde angegriffen von einer Mausratte. Level 21. Was haben die denn hier für einen Tisch gedeckt bei mir? So schön mit Ballons und alles. So Party. Ach, weißt du, was das ist? Das ist der Hutmacher fehlt. Der schwarze Cowboy-Hut ist da. Das ist das Essen hier von hinter den Spiegeln? Wie heißt das andere nochmal? Halloween, Hexenhut. Die Melone. Die Alice im Wunderland. Ich komme zu dir. Alice in Wonderland. Oder? Schwarzer Cowboy-Hut. Das ist das bestimmt, oder? Das Essen danach gemacht von denen. Weißt du, wo ich bin? Du bist ganz weit weg, oder? Ich guck mal auf. Darf ich auf die Karte gucken? Ja, guck mal. Ich bin in der roten Zone. Oh. Echt? Wo bist du? Ach, da bist du. Oh Gott. Ich bin oben am Vault 76. Ich hatte Glück diesmal. Im Singleplayer bin ich aber auch unten hier bei Ash Heap da irgendwo gelandet. Ich sehe dich aber nicht. Ich bin oben am über dem Vault, da am Riesenrad. Ah, kann ich mich da. Schnellreise. Ja, das geht bestimmt. Ich kann nicht. Ich bin überladen, verdammt. Oh oh, ja, dann komme ich zu dir gleich. Soll ich irgendwas mitbringen von hier? Nein, warte, ich komme zu dir.
Ich schmeiß Sachen weg. Schmeiß Holz weg. Holz finden wir immer wieder schnell. Unter Schrott, ne? Ja. Was nehme ich denn jetzt? Die Melone? Den Hexenhut? Schwarzen Cowboyhut oder den schwarzen Cowboyhut? Ich weiß es nicht, aber das ist so schön gedeckt. Ich glaube, Zucker nehmen wir mal mit. So, Zucker ist schon mal weg. Naja, vielleicht möchtest du ja irgendetwas davon haben. Oh Gott, ich bin sowas von überladen. Vergiss es. Korkschrott. Lupe. Fell, Plastiklöffel, Plastikschale, Asbest, Rohgummi, guter Teller. Ja, rote Backen habe ich schön. Ansonsten muss ich sagen, dafür, dass wir uns dermaßen die Kante gegeben haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir hierher gekommen sind, sehe ich noch ganz fit aus. Außer so rote Backen habe ich so ein bisschen. Rotbäckchen. Niedlich. Immer noch überlassen. Ja. Stoff, schmeiß ich alles weg. Leder. Brauchen wir Leder? Ja, um Rüstung zu reparieren. Ach so. Ich könnte auch zu dir kommen, dann können wir gemeinsam von da aus. Ich glaube, wir müssen wieder nach Morgentown. Ja, wenn du kannst, wenn du nicht so überladen bist, weil ich bin. Ich habe zu viel weggeschmissen und bin trotzdem immer noch überladen. Moment, ich hatte vorhin über 500 Holzreste, warum habe ich jetzt nur 98? Kann man, wenn man an irgendwelchen Werkbänken ist, etwa auf seine Lagerkiste immer zugreifen? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Du bist der Strich mit dem Kreis, ne? Das weiß ich nicht, wie das bei dir aussieht. Nicht mein, in meinem Radar. Soll ich schnell reisen zu dir? Ja, oder das? Ich warte hier. Wenn du kannst, ich warte hier. Mitten auf der Straße. Nach nirgendwo. Rote Felder. Richie, rote Felder. Kommt dir das bekannt vor? Rote Felder. Da bist du ja. Komm, lass uns hier verschwinden. Es ist unheimlich. Jetzt kommt der Herr raus. Begeben Sie sich, wenn möglich, zum Büro des Bürgermeisters im Stadthaus. Jetzt sind wir einmal hier. Wollen wir zur verglasten Höhle runter? Das ist von Träumen erstmal. Okay. Wir haben noch nicht diesen Level dafür. Komm, außerdem haben die da Atombomben geschmissen. Wollen wir doch nicht. Ich dachte einmal gucken. Ich folge dir. Du weißt Bescheid, ich nicht. Nö, ich weiß, ich kenne mich auch nicht so gut aus. Ich bin einmal rundherum gegangen um die Karte und so viel aus der Mitte kenne ich noch nicht. Okay, setzen wir uns eine Markierung. Ja, ist er markiert. Löse das Rätsel. Ach so, das Büro des Bürgermeisters brauchen wir nicht. Moment. Ach, ich kann schnell reisen. Würdest du 41 Kronkorken zahlen, um an diesen Ort zu reisen? Nö. Nö. Auf jeden Fall müssen wir da wieder hin. Ach so, du hast das noch an. Erreiche das Büro des Bürgermeisters. Nein. Ach doch, warte, das mache ich weg. Das brauchen wir nicht im Moment. Oh, guck mal, ein Vogel. Großer Vogel. Wo? Soll ich den erschießen? Lass es lieber.
Sonst haben wir gleich einen Vogel. Oh, da qualmt das Litschi. Ah, der ist aber auch friedlich. Ja. Hier ist die Atombombe runtergefallen, wahrscheinlich. Ledermaus. Oder was ist das hier? Ist das am Strahlen? Schnell weg. Verseuchte Cranberries. Oh ja, tatsächlich. Ist hier die Atombombe runtergekommen? Ich glaube nein. Ich habe hier noch nie so einen Platz gesehen. Nein, die ist ganz woanders. Ich bräuchte mal wieder... Ach, Hilfsmittel. Was haben wir uns denn dabei gedacht? Nukaschein getrunken und da... Ja, gehen wir mal da hinten gucken, da ist verglaste Höhle. Oh, da kommt was geflogen, Gucci. Die Fledermaus. Ah, komm weg hier. Die will ich jetzt nicht. Klingeling, ich höre Bimmeln. Irgendwo ist ein Haus in der Nähe. Jetzt nicht mehr. Okay. Oh, nochmal rotes Feld. Ups. Oh, hoppla. Ritchie, ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe. Ja, das wird schon. Das ist aber auch eine fiese Sache mit dem Nuka-Schein. Ja. Das Fiese ist, ich hatte mal nichts zu verschenken und mir hat jemand so viele legendäre Sachen geschenkt. Und ich hatte nichts anderes, da habe ich eine Flasche Nuka-Schein geschenkt. Aber ich. Ja, ich glaube, diejenige war, glaube ich, schon ziemlich hochgelevelt, also. Jetzt sie da, glaube ich, rein. Forest Service, US Department of Agriculture. Kanawha National Park. Oh, guck mal, ein Hochsitz. Wollen wir da hochgehen und sitzen? Ja, gehen wir mal hoch. Echt? Ist das hier vorne eine Station, wo man Handel betreiben kann? Sieht so aus, oder? Ein Ghoul. Ja, mehrere. Jetzt aber Vorsicht. Mehrere? Mhm. Ranger aus. Einer weniger. Und wo sind die anderen? Ich hätte dich ja auch eingesehen, da. Ach, da bist du. Die sind Level 22. Ich wollte gerade sagen, die sind ziemlich hochgelevelt. Und da hinten läuft ein Leuchtender. Oh oh. Ich glaub, meine goldene Stimmkappe juckt. Nicht wütend machen. Der ist Stufe 40. Ich bin schon mutiert. Mach ihn nicht wütend. Ich bin schon mutiert. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Zeit, da hinzugucken. Ich treffe ihn überhaupt nicht. Ich bin tot. Natürlich kann ich auch nicht retten. Ich bin auch mutiert. Schade. Hau doch ab! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sterbe gleich. Ah, 9 Sekunden nur noch. Ich kann nicht helfen, 4, tut mir leid. 3, ich werde verfolgt, 2, ich sterbe auch 1. Gleich. Ich bin tot. Lass mich nachladen. Dass wir überhaupt unbeschadet auf Nukaschein hierher gekommen sind. Naja, Betrunkene haben Glück, ne? Sagt man, heißt es doch. Ich Was weiß ist gar nicht. Ich bin tot. Schade. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Wahrscheinlich... Sind ich baue bei Ritchie einfach. Wahrscheinlich sind Betrunkene einfach geschickter als Nüchterne. Du bist ja immer noch tot. Ja, ach so, ich kann spawnen. Ich muss nur hier drauf drücken. Ja, dann werden wir wohl in der nächsten Folge zusehen müssen, dass wir wieder nach Morgantown kommen. Ja.
Das denke ich auch. Und ja. Gehen vielleicht dem Leuchtenden aus dem Weg. Vielleicht ja. Denn, Ach, zu zweit schaffen wir den. Nein, ich habe keine vernünftige Waffe für den. Na gut, dann bedanken wir uns für euer Zusehen, ja? Mhm. Für eure Kommentare und für eure Likes, lieben Dank dafür. Vielleicht mit der Pumpgun. Ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.